Vom Sportpark Rabenberg, fast 900 Meter hoch auf dem Erzgebirgskamm gelegen, ist es nicht mehr weit nach Tschechien. So arbeiten auch Frauen und Männer aus dem Nachbarland in der Einrichtung. Am 12. April war es dem Breitenbrunner Bürgermeister Ralf Fischer eine große Freude, die Teilnehmer einer Veranstaltung im Sportpark Rabenberg zu begrüßen, die sich der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit verschrieben haben. Die Euro-Egrensis, zu der auch der Altlandkreis Aue-Schwarzenberg gehört, war mit ihrer Jahreskonferenz diesmal im Erzgebirge zu Gast. Vor 26 Jahren wurde die Euro-Egrensis als Initiative für grenzüberschreitendes Zusammenarbeiten im Raum Sachsen-Thüringen, Böhmen und Bayern ins Leben gerufen. Ihr Gebiet ist rund 17.000 Quadratkilometer groß. Etwa 50% davon entfallen auf den bayerischen Teil, ca. 30% auf den sächsisch-thüringischen sowie 20% auf den tschechischen Teil. Jedes Jahr führen seitdem die drei Arbeitsgemeinschaften eine gemeinsame Jahreskonferenz durch, zu der sie Rückblicke in ihre grenzüberschreitenden Aktivitäten gewähren und Ausblicke in aktuelle Fragen euroregionaler und europäischer Förderpraxis und Politik bieten. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit sieht die Euro-Egrensis den Abbau von Vorurteilen und Vorbehalten in der Bevölkerung gegenüber dem Nachbarland. Hierzu initiiert die Euregio zahlreiche Begegnungsprojekte, vor allem für Kinder und Jugendliche. Beispielgebend sind im Erzgebirgskreis die Projekte des Kinderschutzbundes in Breitenbrunn und der Jena-Planschule in Markersbach. Parallel zum Geschehen im Konferenzraum präsentierten neben anderen Vorhabenträger der Region auch diese beiden Einrichtungen ihre grenzüberschreitenden Aktivitäten. Die Gemeinde Breitenbrunn hatte das neue Side-by-Side-Car mit medizinisch-technischer und bergwachtspezifischer Ausrüstung vorgefahren. Als der lokale Lenkungsausschuss für Kleinprojekte des Kooperationsprogramms Freistaat Sachsen, Tschechische Republik 2014 bis 2020 auf seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für 8 deutsch-tschechische Kleinprojekte deutscher Antragsteller geben konnte, die mit mehr als 105.000 Euro von der Europäischen Union gefördert werden, waren auch die drei genannten wieder vertreten. So wird ein Feuerwehrprojekt von Rittersgrün als Ortsteil von Breitenbrunn und Novarole unterstützt. Die Jena-Planschule Markersbach und der Deutsche Kinderschutzbund Kreisverband Aue-Schwarzenberg freuen sich auf weitere Schülerprojekte mit ihren tschechischen Partnern.